Du hast vorher gesagt, es sind natürlich auch die Gene. Es sind natürlich auch die Gene. Ja, ja. Deine Mama und auch deine Oma haben extrem kleine Kleidergrößen. Und auch das eint euch, dass die Omas in eurem Leben eine ganz große Rolle spielen. Conchita, welche? Meine Großmutter war wohl die erste Diva, die ich je bewundert habe, bis zum heutigen Tage. Weil meine Oma ist eigentlich ein Star. Also auf jeden Fall in ihrem System, davon bin ich überzeugt. Und das gebührt ihr auch, weil sie ist ein Star. Meine Oma war immer schon sehr für das Verhältnis, aus dem sie gekommen ist, immer sehr modern und sehr daran interessiert, Neues zu erleben. Meine Großmutter ist in Portugal aufgewachsen, weil nach dem Krieg nicht genug Geld war, um alle Kinder großzuziehen und zu die sogenannten Ferienkinder. Und damals wurde aus einem kurzen Zeitraum dann irgendwie doch 4, 5 Jahre. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die an einem Hafen groß werden, einfach an Neuem nichts Neues mehr sehen. Weil sie durch diese Tatsache, dass da ganz, ganz viele verschiedene Kulturen ständig durchgemischt werden und man sich austauscht, dass einfach so eine Normalität wird und man sich täglich eigentlich auf etwas Neues einlässt und das auch mit Freude empfängt. Und so hat meine Großmutter einfach auch im Speziellen meinen Vater erzogen. Und das ist in unserer Familie einfach gang und gäbe, dass heftig diskutiert wird, aber immer sehr respektvoll und am Ende des Tages ist es eh Wurst. Mhm. Aber erzähl uns von deiner Großmutter. Ich hatte zwei Großmütter. Die eine Großmutter war tatsächlich ein bisschen durchgeknallt. Ich glaube, die hat sich auch für einen großen Star gehalten, um nicht zu sagen, irgendwie auch geglaubt, sie ist eine verkappte Königin. Weil meine Großmutter hat, da war ich so 5, 6 Jahre alt, sich einen Fiaker zugelegt und hat sich mit diesem Fiaker durch von ihrem Mann, der auf dem Kutschbock saß, da vorne waren die beiden Pferde, Mandarin und Don, hat sie sich durch die Stadt fahren lassen. Daneben saß ich und dann hat sie mit einem weißen Spitzen Taschentuch den Schaulustigen im Ruhrgebiet zugewunken. Die ist natürlich eine Sensation fand, dass meine Oma mit einem Fiaker durch die Gegend gefahren ist. Wenn ich das heute erzähle, denke ich, das ist doch gelogen. Ist es nicht. Es ist mir so passiert. Mhm. Und die andere Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin, nach dem Selbstmord meiner Mutter, meine Großmutter Bertha, war Österreicherin. Und insofern bin ich wie Holperter Österreicher aufgewachsen, mit Marillenknödeln und Bovideldatschkern und allem, was dazugehört. Die war sehr bescheiden, sehr zurückhaltend und hat so ihre ganze Hoffnung oder ihre Extrovertiertheit, die sie vermutlich hatte, aber nie gezeigt hat, in mich hineingelegt. Mhm. Holperter Österreicher, du hast dich am Beginn oder eigentlich vor Beginn deiner Karriere auch beim ORF damals beworben. Natürlich, ich habe mich auch beim ORF, ich habe mich auch beim DDR-Fernsehen beworben. Es hat dann aber geklappt beim Westdeutschen Rundfunk. Aha. Aber ich habe mich auch beim ORF beworben. Es gab sogar einen Piloten, der hier gedreht wurde. Vielleicht kramt ihr den mal irgendwann wieder aus. Wir werden suchen, was es da noch zu suchen gibt. Aber das heißt, ein spätes Outing erkenne ich, dass deine Parodie der Königin Beatrix eigentlich die Oma war, die du gespielt hast? Eigentlich war das die Oma, ja. Ich habe mich da in dem Moment auch an meine Großmutter erinnert, habe gedacht, Haltung bewahren. Ob die Leute johlen, klatschen, schreien, irgendwas hinterherrufen. Stoisch winken und lächeln. Immer lächeln. Das wurde ein absoluter Klassiker und auch in den dürfen wir ganz kurz reinschauen. Ah. Aber man muss aufpassen, sonst kriegst du einen Winkarm. Ja, wenn man so winkt, ist nicht gut für die Handgelenk, so auch nicht. Also hat man eine lockere Biegung und hat dann so. So, jetzt gehen wir Lettermeter essen. Kommt allemaal rein. Hallo. Ik ben Beatrix. Hallo. Ik woon met de president. Lekker middagessen jetzt. Klaus is ook nog steeds in die auto. Na die middagessen wonen we lekker even. Dag, we moeten zo snel als mogelijk dat areaal te willen. Ja, we gaan ook gelijk weer. Ja, nu even snel naar die pressen. Eenmaal even snel winken. Hallo, Axel. Kijk maar die foutje weer die jetzt daar als middagessen einnimmt. Ik ben zo sauer. Zo, bij de koningin steht drie fotografen. Kom eens maar. 1, 2, 3, 4 is de bewijs dat ik de richtige ben. Diese Unverfrorenheit, die bei all deinen Parodien und Persiflagen mit dabei war, ist die bei dir im Charakter angelegt oder wie geht's dir in diesen Situationen? Hast du da selber ein bisschen Angst, was passiert oder kannst du dann richtig reinfallen und das genießen? Also im Vorfeld hatte ich schon Angst, gerade bei dieser Nummer, weil ich mir dachte, wie weit werde ich kommen? Wahrscheinlich nicht weit. Während der Nummer hatte ich dann so gut wie gar keine Angst, habe tapfer durchgehalten. Da hat man auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob man Angst hat oder nicht. Und als dann wirklich dieser
Balken da hochging und ich durchfahren durfte, war das schon sehr heikel. Kam dann zwischendurch mal der Gedanke, hoffentlich sitzen da keine GSG-9-Leute, die auf den Gedanken kommen, oh, da müsste man jetzt mal irgendwie auf den Abzug drücken. Danach hatte ich allerdings dann wieder Angst und habe gedacht, oh Gott, was hätte da alles passieren können? Bist du mutig? Bist du frech? Oder scheint das nur, wenn man auf den Komiker, auf den Entertainer blickt? Doch, doch, ich bin schon mutig. Aber wenn man mutig ist, muss man sich, glaube ich, auch mal zusammenreißen. Mhm. Mut ist einem nicht so, dann wäre es Wagemut oder kühn. Und das bin ich nicht. Also Mut ist auch immer verbunden mit einer gewissen Vorsicht und Nachdenklichkeit. Aber mutig bin ich schon, ja. Auch das wahrscheinlich kommt von meinen beiden Großeltern, Großmüttern. Das Spiel mit Frauenkleidern ist auch was, was euch eint. Es gibt ja doch einige Figuren in deiner kabarettistischen Laufbahn, wo du Frauenkleider angezogen hast. Was tut das mit dir? Conchita macht's von Figur wegen. Was macht das mit mir? Mhm. Es macht mit mir, dass ich erlauben darf, einerseits so etwas Ähnliches wie eine weibliche Seite, die irgendwie in jedem von uns steckt, auch rauszulassen. Aber andererseits auch all die Damen zu interpretieren, die ich im Laufe meines Lebens so kennengelernt habe. Das fängt an bei der ein oder anderen Tante, bei einer Redakteurin, bei einer Moderatorin, mit der ich mal zusammengesessen habe. Und da wird sehr viel aufgesammelt. Und dieses Sammelsurium kann ich dann in dieser Figur in die Welt geben, vor allem unzensiert, was man jetzt so als in Anführungszeichen normale Person nicht dürfte. Das genieße ich daran. Faszination für Frauenkleider gab es bei dir schon früh. Jetzt ist so die Zeit der Erstkommunion, der Konfirmation. Allerorts sieht man dann jetzt bald wieder Kinder in den Prinzessinnenkleidern, wenn sie nicht in der Kutte zur Erstkommunion gehen. Das war mein erstes Karnevalskostüm, ein Prinzessinnenkleid. Ich wollte, habe ich auch in dem Buch Der Junge muss an die frische Luft deutlich geschrieben. Ich war völlig begeistert. Und du warst damals traurig, dass du nicht ein weißes Kleid tragen durftest. Traurig ist ja nett ausgedrückt. Ich war stinksauer. Also ich weiß noch, meine beste Freundin Christine sitzt neben mir und hat dieses wunderschöne Kleid an. Und ich dachte mir, ich war wirklich, wirklich sauer, als ich sie gesehen hatte, weil ich mir dachte, warum darfst du das und ich nicht? Und da gibt es auch ein wahnsinnig entzückendes Bild, wo ich mit meiner Hand auf ihrem Kleid und alle anderen Kinder lauschen, gespannt, was da gesagt wird. Und ich dachte mir, ach, so schön. Sind Frauenkleider einfach schöner für dich? Ich würde das eigentlich gar nicht kategorisieren wollen, weil ich auch als Privatperson mich sehr, sehr intensiv mit Mode auseinandersetze und auch die Herrenmode sehr, sehr liebe. Für mein Bühnendasein und für die Art, wie ich mich sehen möchte auf der Bühne, war eine weibliche Figur für mich ganz klar. Und deswegen genieße ich es auch sehr, einfach beides haben zu können. Mhm. Ja. War es je eine Idee für dich, eine Frau sein zu wollen? Nein, zu keinem Zeitpunkt. In meiner Fantasie natürlich, ist ja auch nach wie vor der Fall, aber am Ende des Tages bin ich doch sehr froh, ein Mann zu sein. Die Frage finde ich immer ein bisschen befremdlich. Die kriegt man dann natürlich gestellt in Conchitas Situation. Aber ich denke da manchmal, das wäre in etwa so, als würde man mich fragen wollen Sie Horst Schlemmer sein? Mhm. Weil das ist auch nichts anderes als eine Figur. Nein, ich will nicht Horst Schlemmer sein. Nein, wenn ich in Interviews Sätze lese, wie ich möchte mit den Corsagen alles wegdrücken, was ein Mann hat, dann stellt man sich als Hobbypsychologin, sage ich einmal, die Frage, vielleicht will sie gar kein Mann sein. Ist das eine ungerechte Frage? Es ist natürlich auch faszinierend, so überzeugend eine Frau darzustellen, wie Conchita das tut. Und das trotz des Bartes ist trotzdem extrem überzeugend. Mhm. Und vielen Dank. Und das meinte ich auch mit dem, wie viel man sich antut. Ich mache das ja wirklich auch, um wieder darauf zurückzukommen, mich dann auf Fotos zu sehen und mir zu denken, ja. Da hast du die Illusion wieder gut hinbekommen. Gut, ja. Also dieses Spiel mit Illusionen, mit Figuren, das euch eint, habe du hast einen beruflichen Wandel in den letzten Jahren und Jahrzehnten vollzogen. Vom Entertainer, vom Komiker, vom Lustigen, zum dann durch natürlich den großen Erfolg mit Ich bin dann mal weg, zum ernsthafteren Autor, der du jetzt auch bist. Was kannst du wirklich? Also gar nichts, Barbara. Wo bist du im sogenannten Flow-Zustand, wo man wirklich erfüllt und glücklich ist? Ganz ehrlich, wenn ich schreibe, das war aber immer schon so. Also wo ich wirklich in meinem Flow-Zustand bin, ist tatsächlich, wenn ich schreibe. Ich habe das immer sehr geliebt auf der Bühne
Und da ging es mir auch ähnlich, wie Conchita das eingangs beschrieben hatte, so ging es mir oft bei Auftritten, dass ich das in Trance erlebt habe und eigentlich erst im Nachhinein durch die Videoausspielung gesehen habe, was ich da gemacht habe. Deswegen war ich da nicht so sehr mit mir im Flow, hatte ich manchmal den Eindruck. Also ich bin für mich wirklich eher im Flow, wenn ich schreibe. Mhm. Conchita, die berufliche Reise ist bei dir klar. Jetzt steht mal Song Contest am Programm. Aber davor noch, nämlich am 15. wird es das Album geben, ja. Conchita. Spät? Ja. Manche meinen zu spät. Du hast ja verdammt lang Zeit gelassen. Ich hatte zum einen unfassbar viele Einladungen und großartige Dinge, die ich erleben durfte. Und das wollte ich einfach erleben und nicht verabsäumen. Mhm. Zum anderen habe ich aber nur, weil ich in der Öffentlichkeit nicht Musik gemacht habe, mich natürlich intensiv damit auseinandergesetzt. Dieses Album wurde ja auch nicht in 2 Wochen irgendwie aus dem Boden gestampft, sondern das hat einfach so lange gedauert. Ich schreibe meine Songs nicht selbst. Und wenn man Demo-Versionen von einem Song bekommt, dann gefällt mir der im besten Fall, dann probiert man das aus. Und ganz, ganz oft ist es der Fall, dass mir dieses Lied einfach nicht steht. Somit dann tatsächlich ein ganzes Album zu füllen, dauert. Das ist wirklich ein langer Prozess. Und wenn man sich dann für ein Lied entschieden hat, dann muss noch wahnsinnig viel daran gearbeitet werden, ob das Tonart, Tempo, Textpassagen, bis dieses Lied dann tatsächlich aus meinem Herzen tropft. Weil das muss es am Ende des Tages. Weil sonst kann ich als Interpretin diese Songs nicht so rüberbringen, wie ich das möchte. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Mich freut es immer wahnsinnig, dass alle mit so viel Ungeduld diese... Ja, wir leben in so einer schnellen Zeit. Jeder denkt sich, boah, die hat gewonnen. Ja. Eine Woche später muss die CD da sein. Entschleunigung. Mhm. Ist ja angesagt. Diese Nummer ist mit drauf. You are unstoppable. Die Fans sind gespannt, habe.